Vigo, eine Stadt am Rande des Atlantiks, die normalerweise von frischem Wind und dem Rauschen des Meeres geprägt ist. Doch heute ist die Luft schwer, beinahe erstickend. Weit entfernt in Portugal wüten die Flammen. Hunderte Quadratkilometer stehen in Flammen und die Aschewolken haben sich bis hierher geschoben. Die Sonne kämpft vergeblich, ihren Weg durch den grauen Schleier zu finden. Was sonst ein leuchtender, klarer Himmel wäre, ist nun gedämpft und fremd. Es fühlt sich an, als stünde die Zeit still. Ein seltsames Gefühl von Beklommenheit liegt in der Luft, als wäre das Feuer selbst hierher gewandert, um seine Spuren zu hinterlassen. In meinem Apartment, das einfach und doch genau richtig ist, spüre ich diese Schwere noch deutlicher. Die Fenster sind geschlossen, aber der Rauch ist allgegenwärtig wie ein stummer Begleiter. Es ist anders als erwartet, doch genau das macht dieses Abenteuer so intensiv. Vigo, die Stadt, die sonst lebendig wirkt, scheint in eine unheimliche Ruhe gehüllt. Ich bin hier, mitten in dieser gespenstischen Atmosphäre und spüre, wie das Leben draußen weitergeht. Menschen, die ihren Alltag bewältigen, auch wenn der Himmel sich verdunkelt hat. Es ist seltsam beruhigend und zugleich beängstigend, diese Mischung aus Naturgewalt und menschlicher Ausdauer. Dieses Abenteuer ist anders, es ist rauer, unvorhersehbarer. Es erinnert mich daran, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Doch genau darin liegt die Freiheit, das Unbekannte zu akzeptieren und die Kraft zu finden, weiterzuziehen.